Was geht, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute gibt es einen Anfänger-Guide zu Valorant. Und wir sprechen heute wirklich einmal über das ganze Valorant-Thema, wie du besser wirst im Spielen. Ich habe da wirklich sehr viele Informationen für dich. Und vor allen Dingen kann ich das Ganze ganz gut erklären, weil ich selber vor kurzer Zeit angefangen habe und in wenigen Wochen eigentlich sehr gute Ergebnisse erzielen konnte. Mehr dazu natürlich wie immer im Video bei deinem Swishy. Schau gerne an der Stelle auch bei Twitch vorbei, twitch.tv/swishytime. Dort sind eben meine Livestreams zu Valorant und zu vielen anderen Spielen. Da zeige ich auch immer noch live mein Gameplay und vor allem gebe ich auch immer Tipps, was man auch optimieren kann bzw. besser machen kann. Zwischendurch spiele ich auch gerne mal Community-Runden bzw. helfe euch da auch so gut ich kann. Also gerne mal bei Twitch vorbeischauen bei Swishytime. Eine kurze Erklärung aber zu mir einmal, beziehungsweise zu mir als Valorant-Spieler. Und zwar habe ich Anfang Januar gerade neu das Spiel angefangen. Ich habe es damals irgendwann mal in der Beta gespielt, aber wirklich nur sehr, sehr kurz. Habe jetzt auch keine CSGO-Erfahrung, die jetzt über Jahre hinweg reicht. Ich habe irgendwann mal Source gespielt, aber auch nicht ellenlang. Also für mich ist dieses Genre, beziehungsweise generell dieses Valorant-Counter-Strike-Ding eigentlich eine neue Sache gewesen. Ich habe Anfang Januar gestartet, das Spiel intensiv zu spielen und habe es auf zwei Accounts eben in den Goldrang geschafft. Und ich weiß natürlich, wie ich angefangen habe, wie ich von Bronze eben sehr schnell auf Gold gekommen bin und vor allen Dingen, was wichtig ist. Wer sich jetzt fragt, warum zwei Accounts, spielt auf einem Account halt eben quasi richtig und auf dem anderen Account spiele ich mit dem Real-Life-Kollegen zusammen und unseren beiden Freundinnen, also eher so ein Spaß-Account. Und selbst da lief es eigentlich ganz gut. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein super krasser Valorant-Spieler bin, aber ich habe eben gerade selber erst angefangen vor ein paar Monaten, habe mich halt eben sehr stark steigern können. Und ich erkläre heute im Video, wie ich das Ganze in so kurzer Zeit geschafft habe. Valorant und auch Counter-Strike damals waren eigentlich so vom Spielstil her eine wirklich völlig eigene Sache und sind quasi im Gegensatz zu anderen Shootern wie Call of Duty und Battlefield völlig kontrovers. Warum? Das Ganze ist eben so aufgebaut, dass es nicht darum geht, wie wild in der Luft rumzuspringen und Bunnyhops zu machen, wie zum Beispiel in anderen Shootern, sondern es geht eben darum, möglichst ja ruhig zu sein und eben seine Shots zu treffen. Heißt zum Beispiel, wer in Valorant rumspringt, der trifft eben einfach mal gar nichts bzw. muss sich auf sein Glück verlassen. Run and Gun funktioniert überhaupt nicht gut, ich habe es auch im Hintergrund mal gezeigt, ihr könnt das Ganze selber in der Trainingsarena ausprobieren, an Wänden zum Beispiel, wo eure Kugeln hinfliegen und wo euer Fadenkreuz ist. Und da muss man halt eben sagen, hey, wer läuft bzw. rumspringt, der kann sich nur auf sein Glück verlassen, trifft eben nicht sich. Am besten trifft man eben Gegner, wenn man sich in der Hocke befindet, beziehungsweise wenn man eben stillstehen bleibt und dann eben einen Schuss abfeuert, beziehungsweise eben die sogenannte, ja, Tabben, also Salven verteilen. Genauso ist es auch in Valorant, dass wir eben nicht ein Dauerfeuer auslösen wollen, also sprich nicht einfach dieses Sprayfire eben betätigen wollen, sondern wir wollen eben tabben. Heißt, einzelne Schüsse abgeben bzw. salven von maximal 3-4 Kugeln und wollen es dann eben so anpassen. Je mehr in Valorant sprayt, also die Waffe durchdrückt, also zum Beispiel 30 Schuss nacheinander abfeuert ohne Pause, umso ungenauer wird eure Waffe. Wir wollen wirklich nur 2-3 Mal die Maus betätigen, wollen dann eben unsere Tabs abfeuern und wenn das dann nicht geklappt hat, dann machen wir eine kurze Pause und machen es dann eben wieder. Aber niemals einfach durchsprayen, das kann in manchen Situationen zwar klappen, aber ich empfehle wirklich immer zu Tap-Feiern bzw. eben Salven abzugeben, das Ganze möglichst still zu machen und ohne sich zu bewegen. In Valorant gibt es natürlich auch genau wie in Counter-Strike ein Buy-System, also ein Kaufsystem, was ihr mit dem ganzen Geld machen könnt, was ihr in den Runden verdient habt. So gibt es Pistolen, Shotguns, Maschinenpistolen, Sturmgewehre, Sniper und andere Waffenklassen. Aber jetzt ist die Frage, welche Waffe spielt man denn überhaupt, beziehungsweise was soll ich denn überhaupt kaufen? Und hier ist das Ding, das muss man ein bisschen für sich selber rausfinden, beziehungsweise gerade am Anfang habe ich noch anders gespielt. Es ist natürlich auch immer eine wichtige Rolle, wie steht das Geld gerade? In der ersten Runde habt ihr immer $800, der eine oder andere kauft erstmal nur Fähigkeiten, spielt zum Beispiel mit der normalen Pistole, der andere kauft nur eine Fähigkeit, spielt zum Beispiel mit der Ghost und ich würde sagen, in der Pistolenrunde ist die Ghost gerade für den Anfang die beste Waffe. Wenn ihr wirklich gut seid, könnt ihr auch die Sheriff spielen, also quasi einen Desert Eagle Verschnitt aus Counter-Strike oder auch eben einfach nur die Classic Pistole mit vielen Fähigkeiten. Das müsst ihr selber ein bisschen ausprobieren, aber ich spiele eigentlich in den Startrunden immer Ghost als Rainer. Wenn es dann das Geld zulässt, ist dann der nächste Schritt eben die Spectre, eine leichte Maschinenpistole, mit der man halt sehr gut sprayen kann und vor allem gerade auf Close Range den Pistolen natürlich stark überlegen ist. Außerdem hat natürlich Leute mit gottesfürchtigen Aim, die holen dich auch ganz easy mit einer Sheriff aus der Nähe weg. Danach ist der größte Streitpunkt, den gab es ja auch damals schon in Counter-Strike, Wendel oder eben Phantom. Und das ist genau dasselbe wie M4A1 und eben AK-47 in Counter-Strike. Und so wirklich hundertprozentig sagen, was jetzt die bessere Waffe davon, kann man eben nicht sagen. Ich würde immer sagen, situationsbedingt, die Phantom ist zum Beispiel in meinen Augen im Sprayen bzw. Nahkampf ein bisschen stärker als die Wendel. Dafür ist die Wendel halt eben tödlich auf Distanz und braucht natürlich nur einen Schuss in den Kopf. Bei der Phantom kann es zum Beispiel sein, je nachdem wie weit ihr weg seid, dass es eben nicht reicht für den Kopf. Und so ist das halt
halt ein bisschen hier der Unterschied. Ich habe am Anfang sehr viel Phantom gespielt zum Reinkommen, weil ich sie doch ein bisschen einfacher zu handeln fand als die Wendel. Aber das müsst ihr selber ein bisschen rausfinden. Ob ihr nun die Wendel spielt oder eben die Phantom, das ist natürlich euch überlassen. Aber wie gesagt, probiert das Ganze mal ein bisschen aus. Auch gerne auf dem Trainingsgelände auch wieder ausprobieren, welche Waffe euch eben mehr liegt und was ihr da eben machen könnt. Dann gibt es noch zwei Sniper, die immer gern gespielt werden, die Marshall und die Operator. Und die Marshall ist eben das Gegenstück zur Scout in Counter-Strike und die Operator eben das Gegenstück zur AWP. Es gibt super viele Leute, die gerne die Kombination spielen aus Marshall und eben, ja, Shorty, einer sehr kurzen Shotgun. Und es gibt auch viele Leute, die gerne Operator spielen. Das Ganze ist in meinen Augen eher was für Fortgeschrittene, wenn man mit der Operator spielt, weil sie sehr teuer ist. Und vor allen Dingen man da schon ein gewisses Grundaim besitzen sollte, bevor man sich dann die teuerste Sniper kauft und dann damit spielt. Natürlich gibt es auch noch MGs, die sind aber super ungern gesehen im Spiel und sie sind natürlich, ja, eher auf Spray-Basis bedacht. Also wie gesagt, wer Odin spielt, das geht auch natürlich, aber viele Leute werden euch deswegen halt immer im Chat ein bisschen angreifen, sagen wir mal, weil es halt, wie gesagt, offiziell im, ja, Valorant-Fachjargon, sagen wir es mal, als Noob-Waffe gilt. In Valorant sind die Kernpunkte eigentlich fast die Agenten. Während wir zum Beispiel uns in Counter-Strike auf unser eigenes Können verlassen konnten und vor allen Dingen auf unser Aim und vor allen Dingen gut geworfene Granaten, ist das Ganze in Valorant deutlich komplexer, weil jeder Agent eben mit 4 Fähigkeiten daherkommt. 3 normalen Fähigkeiten und einer ultimativen Fähigkeit. Wie der Name schon sagt, die ultimative Fähigkeit ist natürlich immer besonders stark, aber die muss auch erstmal aufgebaut werden. Bei manchen sind es eben 5 Kills, bei manchen 7, bei manchen 8. So müssen 8 Punkte gesammelt werden, entweder man sammelt sie auf der Karte ein oder man kriegt sie eben durch Kills verdient, beziehungsweise durch Bombe legen, beziehungsweise entschärfen. Jetzt ist natürlich immer die Frage, welchen Agenten soll ich nun wählen und vor allen Dingen, was ist der beste Agent? In meinen Augen gibt es den besten Agenten absolut nicht. Es gibt einfach nur situationsbedingt immer sehr gute Agenten und manche Agenten funktionieren auf der einen Karte besser als auf der anderen, aber grundsätzlich sind alle spielbar. Egal welchen Agenten ihr nehmt, beziehungsweise welcher euch gefällt, sie sind alle wirklich sehr, sehr gut. Es gibt manche Agenten, die sind eben easy to learn, but hard to master, heißt zum Beispiel, die ersten Fähigkeiten versteht ihr relativ schnell, aber bis ihr wirklich richtig gut mit dem Agenten seid, dauert es dann ein bisschen und bei manchen ist das Optimierungspotenzial vielleicht nicht ganz so groß wie bei anderen. Aber back to topic, welchen Agenten sollst du denn nun am Anfang nehmen? Das ist eigentlich sogar völlig dir überlassen. Ich kann nur wirklich raten, geht mal auf das Trainingsgelände in Valorant und testet mal alle Fähigkeiten so ein bisschen aus, macht euch damit vertraut. Grundsätzlich hat jeder Agent so seine Aufgaben bzw. hat so eine Stärke. Es gibt verschiedene Klassen, ich will sie jetzt nicht alle erklären. Es gibt zum Beispiel Duelists, Inhibitoren und viele weitere Klassen. Bevor ich die jetzt aber alle erkläre und wo ihr mit gar nichts anfangen könnt, machen wir es ziemlich einfach. Die Duelists sind zum Beispiel da, um auf den Spot zu kommen, natürlich Kills zu machen. Dann gibt es zum Beispiel Agents wie Sage, die zum Beispiel fürs High-End da sind. Es gibt zum Beispiel auch Agents wie Brimstone, der zum Beispiel Gänge, ja, vernebeln kann, also smoken kann. Und da die Sicht einschränken kann, dass die Gegner euch nicht sehen bzw. nicht sofort sehen. Und viele weitere Möglichkeiten. Ich kann für den Anfang immer ganz gut Sage empfehlen, weil sie eben heilen kann. Sie kann wiederbeleben als ultimative Fähigkeit, kann auch Eismauern setzen und natürlich auch Gegner verlangsamen. Also sie ist für mich eigentlich eine ganz gute Einsteigerklasse, auch mit sehr großem Potenzial nach oben. Es gibt zum Beispiel auch einen Brimstone, der zum Beispiel auch smoken kann, also wie gesagt Gänge vernebeln kann oder auch Spots vernebeln kann, der auch nicht so schwer für den Anfang ist. Also ihr merkt wirklich selber, es gibt sehr viele Agents und es gibt sehr viele Möglichkeiten. Ich würde am Anfang vielleicht nicht direkt in der ersten Runde einen Duelist picken, außer ihr wollt halt einfach aus Spaß an der Freude rangehen, aber wenn ihr wirklich, ja, sagen wir mal, Optimierungsbedarf haben wollt, dann würde ich vielleicht nicht direkt einen Duelist spielen, weil wie gesagt, auf euch kommt es an, ihr müsst die Kills machen, ihr müsst als erstes auf die Spots und deswegen würde ich immer empfehlen, vielleicht nicht direkt einen Duelist zu spielen. Das seht ihr auch sofort, in der Kasse steht eben Duelant dran und die sind eben dafür verantwortlich, möglichst viele Kills zu machen. Zeig gerne an der Stelle, wenn du Bock hast auf mehr, gerade in Richtung Agentenwahl für Anfänger, gerne mal, dass du Interesse an sowas hast, mit einem Daumen nach oben auf dem Video oder mit einem Kommentar, dann weiß ich auch direkt, okay, da hätten die Leute Bock drauf, dann mache ich auch gerne noch ein Video zu der Agentenwahl, was am Anfang wirklich sehr, sehr gut ist. Also nochmal ausführlicher, hier ist ja erstmal so grob angerissen, was Valorant überhaupt ist und was vor allen Dingen die ersten Schritte im Spiel sind. Ja, Freunde, da sind wir nun am Ende angelangt von dem wirklichen blutigen Anfängerguide von Valorant. Hier geht es eher um Spielgrundlagen und vor allen Dingen um das Grundverständnis des Spiels. Gerne mache ich mehr Guides dazu, wie man zum Beispiel sein Fadenkreuz anpassen sollte, dass es wirklich gut läuft, wo man das am besten platzieren sollte, wo man hinaimt, was man eben tun sollte auf manchen Spots, manche Maps erklären und viele weitere. Ich hätte super viele Guide-Ideen, die ich noch machen könnte, die euch auf jeden Fall helfen würden, wenn ihr noch nicht so gut in Valorant seid. Also gerne einen Daumen nach oben da lassen, einen Kommentar da lassen, dass ich eben mehr dazu machen soll. Dann mache ich das Ganze auch und gerne natürlich bei Twitch vorbeischauen, wenn ich da natürlich auch wieder daily streame. Aber genug von mir an der Stelle, was sagst du dazu? Hast du Bock auf Valorant oder spielst du bereits schon Valorant? Schreib's mal unten in die Kommentare, die ich natürlich wie immer alle beantworten werde. Wir sehen uns in Valorant, haut rein, euer Swishy.